Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind ja hier in Springfield stehen geblieben, bei unserem Friseursalon von Homer Simpson. Und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns das heute mal in dieser Folge an. Falls du natürlich den Laden gerne nachbauen möchtest und hast die Folge nicht entdeckt, findest du unten in der Videobeschreibung, um dir den Laden zu bauen. Aber jetzt wollen wir uns den von innen drin angucken. Da hoffe ich natürlich, hast du dir auch die Folge dazu angeguckt. Ansonsten wirst du ein bisschen gespoilert, wie es innen drin aussieht. Aber du hattest ja Zeit, ne? Und dir das anzugucken. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt rein und gucken uns den Laden mal an. Haha, Homer, willkommen! Puh, keiner hier drin. Naja, aber wir können ja gleich mal gucken, ob das Ganze passt zur Folge. Ich stelle mich hier kurz hin, blende euch mal das Bild ein, zack. Jetzt kann man so ein bisschen gucken. Passt das? Geht das? Ich würde sagen, ja. Aber ist ja immer so Eigengeschmack, ne, was man dazu sagt. Ja, aber jedenfalls habe ich hier zwei Ansichten von euch. Einmal war es jetzt diese. Und nochmal, wenn wir zum Ausgang einmal gucken möchten, zack, puff, da ist auch diese Ansicht. Und da kann man natürlich gleich etwas meckern und sagen, hey, das passt nicht so ganz. Ja, aber wenn man das Ganze sich einrichten möchte, müsste das so sein. Nun gut, jetzt hier auf der Seite war so ein kleiner Tresenstand, ich sag mal für die Kasse, gut, Homer, der macht das hier alles gerne aus, oder eigentlich aus Leidenschaft und von daher geht hier alles aufs Haus. Bei mir gibt's hier keine Kasse, also wer hier hinkommen möchte, kriegt eine neue Frisur umsonst. Also ich schneide sie dir auch, also wenn Homer nicht da ist, mache ich dir auch gerne eine neue Frisur. Ich selber habe ja auch eine volle Haarpracht, man sieht das ja hier, ich glaube, ich hatte letztes Mal noch eine. Naja, jedenfalls mache ich dir dann auch eine tolle Frisur. Ja, hier im Spiegel sieht man auch alles ganz klar. Also, da sehe ich schon, wo ich denn da auch die überstehenden Haare abschneiden kann. Ja. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen mehr auf die Details im Laden eingehen, was man dann auch in der Folge so ein bisschen sah. Ich würde mal sagen, wir fangen an bei einem Spiegel hier. Ja, fangen wir einfach mal beim Spiegel an. Was hier so ein bisschen ist. Gut, wenn man sich fragt, was sollen die Schilder daneben? Im Laden war auch irgendwie so ein kleines Schild daneben, wo eine Schrift drauf stand, die ich aber nicht so ganz erkennen konnte, weil das echt so klein war. Von daher einfach nur ein Schild hingemacht. Und über den Spiegel, wenn du dich fragst, was sollen die Knöpfe da oben? Sind das Dekorationssachen oder irgendwas anderes? Und da genau das ist es. Es ist, oder sind eher gesagt, kleine Lampen. In Minecraft mache ich meistens immer, wenn man so ganz kleine Lampen darstellen möchte, die man so kennt, so, weiß ich, wenn man sowas sieht, so kleine Lampen. Kann ich nochmal ein Bild einblenden? Ja. Ja, so kleine Lampen drüber, die stelle ich immer gerne mit Knöpfen da. Auch wenn die nicht leuchten, kann man sie ja immer so als Dekoration nehmen. Das habe ich nicht nur über den Spiegel gemacht. Auch hier an der Decke habe ich gesehen, dass so kleine Lampen da sind. Habe ich einfach mal Steinknöpfe genommen. Da kann man natürlich auch jede andere Art nehmen, wenn man, sage ich mal, sich auch den Laden gerne einrichten möchte. Aber da kann man sich ja ein bisschen austoben. Ansonsten, man kennt es ja auch in richtigen Friseursalons. Meistens steht da neben dem Platz, wo man sich dann hinsetzt und ja eine neue Frisur bekommt, auch meistens noch so ein kleiner Schiebetisch oder irgendwas anderes, wo noch ein bisschen ja so Scheren drauf liegen oder ein bisschen Gele oder was weiß ich. Ja, jedenfalls habe ich mir einfach mal gedacht, so nimmst einen kleinen Brauchstand, kannst dann natürlich diese ganzen Zusatzsachen, so Scheren und alles Mögliche, ja, da ein bisschen raufpacken. Ja, und das ist an sich jetzt der Spiegel. Was gibt's hier noch? Was können wir uns hier angucken? Ah, hier oben an der Decke. Was ist das? Ja, für die Kenner, das hier ist ein Rohr. Ja, ein Rohr. In der Folge sah man auch in der rechten Ecke, dass da ein Rohr lang geht. Wofür das ist, wer weiß. Aber jedenfalls ist da ein Rohr und das habe ich mal versucht, hier so ein bisschen darzustellen. Auch wenn es nicht ganz rund ist in Minecraft, na, auf ganz kleinen Raum kann man ja eh nicht so gut rund bauen. Von daher müssen wir uns ein bisschen damit abfinden. Aber man kann es ja so ein bisschen immer darstellen. Und sage ich mal, war ja noch so eine kleine Ablage, ne, wo ein bisschen, ja, auch wieder Scheren und Gele und Shampoos und Watten, weiß ich nicht, hier so ein bisschen noch, ja, verstaut wurden. Ne, da kann man ja auch ein bisschen austoben, ja, auch hier unten so mit ein paar noch so Schubladen oder hier unter noch ein paar Kisten oder irgendwas verstauen, kann man ja immer hier machen. Ja, ansonsten haben wir hier noch eine Tür und die Tür ist nur für das Personal. Stuff only heißt das Ganze, steht auch wirklich da auch in der Folge drauf, und da habe ich das einfach mal 1:1 übernommen. Stuff only, also nur für das Personal, da gehen wir am Ende raus und können mal gucken, was hinter dem Laden ist. Man kann so ein bisschen durchgucken, aber das wollen wir ja nicht. Ja, ansonsten, was gibt es hier noch? Na gut, wir könnten hier vorne nochmal gucken. Und zwar, wenn man hier einfach mal so guckt, haben wir natürlich noch ein paar Sitzgelegenheiten, falls der Laden echt überfüllt ist. Denn Homer ist wirklich ein sehr guter Friseur, muss man wirklich sagen. Wenn man, also man mag es gar nicht glauben, dass der wirklich ein richtig guter Friseur ist. Und da heißt es natürlich, wenn die ganzen Ladies in Springfield hier angerannt kommen, können sie sich ja auch ein bisschen hinsetzen und müssen sich dann natürlich gedulden, bis Homer fertig ist mit seinen Meisterwerken.
Und da kann man auch ein bisschen meckern, und zwar natürlich, wenn man den Laden einrichtet, da muss man natürlich jetzt, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Tapete reingebaut, denn ohne, wenn man jetzt eine Tapete hier reinbauen würde, könnte man natürlich auch keine Spiegel so richtig gut ransetzen, die natürlich in der Wand sind. Da muss man natürlich ein bisschen vom Fenster einstecken, dass es halt ein bisschen kleiner wird. Aber ich finde, von innen drin fällt das gar nicht so auf. Habe ich irgendwie gut versteckt hier mit dieser Säule in der Ecke, dann noch so eine kleine Topfpflanze dahin und dann die Sitzecke und fertig. Hat man es eigentlich gut verdeckt, dass man da hier ein bisschen das Fenster kleiner gemacht hat. Wenn wir das Ganze uns von außen angucken, ja gut, da fällt das zwar auf, aber ich finde jetzt so, wenn man jetzt, sage ich mal, so noch eine Hausreihe hier lang baut, also die nächsten Laden und nächsten Laden und nächsten Laden daneben baut, fällt das gar nicht so auf, finde ich. Also ist das gar nicht mal so schlimm und dann kann man ja echt auch eine Tapete reinsetzen und man kriegt ja auch wirklich alles rein. Man kann natürlich den Laden auch komplett anders umgestalten. Bei Homa war man ja auch so von verschiedenen Positionen, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Wie gesagt, hier könnt ihr auch so einen kleinen Tresenstand machen, wo Homa die Kasse und sowas hat. Die kann man ja auch ein bisschen sich verändern, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt nicht vier Sitze, wo man die Leute eine neue Frisur verpasst. Homa ist sowieso nur alleine im Laden, also von daher könnte man auch nur einen Spiegel machen oder zwei, ne, wie man halt immer möchte. Und dann könnte man sich hier auch noch ein bisschen was anderes hinbauen. Ne? Also die Möglichkeit, was man sich hier hinbauen kann, ist natürlich groß. Ja, ansonsten, was können wir uns hier noch angucken? Das ist eigentlich der Laden. Ja, das ist Homas Friseursalon. Ich kann mich ja hier nochmal ein bisschen so hinstellen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das so gerne übernehmen möchtet oder eure eigene Idee da reinbaut. Naja, jedenfalls ist das Homas Friseursalon. Jetzt wollen wir natürlich mal gucken, was hinten noch für das Personal ist. Denn ich bin einfach mal heute so frech und gehe da einfach mal lang. Ah, so. Und es wird draußen. Aus dem Laden von Homa. Ja, wie könnte man hinten sich das Ganze natürlich, sag ich mal, vollenden, den Laden? Ja, machst du einfach, wenn du jetzt hier nicht hier hinten noch einen weiteren Laden ranbaust, einfach gerade, kannst du natürlich ein bisschen Gebüsch machen. Ich habe jetzt mir noch so gedacht, ich mache so einen kleinen Parkplatz hin. Da ich hatte ja hier beim Goldenen Trüffel ja auch einen Parkplatz hinten, also hinten hingesetzt. Und dann habe ich mir so gedacht, wie machst du das? Du musst jetzt ja auch einen ganz großen Parkplatz hin oder eher so einen kleinen. Dann bin ich jetzt natürlich zum Schluss gekommen, erstmal so einen kleinen hinzumachen. Für zwei Stellplätze reicht ja, ne? Wenn Homer mal hier ist oder March mal hier ist, dann können sie hier hinten ihre Autos parken. Müssen sie nicht vorne auf der Straße. Und dann kann man, sage ich mal, hier noch ein bisschen Gebüsch machen. Werde ich jetzt auch so beibehalten. Ich werde jetzt hier hinten, wenn ich jetzt die Hausreihe mache, ich meine, nicht unbedingt mehr so Parkplätze hinsetzen, weil ich finde das ein bisschen, weiß ich nicht, immer so. Naja, ich lasse das erstmal. Ich werde dann, wenn wir hier noch weitere Häuser ranbauen, einfach ein bisschen Gebüsch machen. Dann kann man es nicht immer noch anpassen, wenn man mal ein längeres Gebäude hat, dass man dann ja auch einfach nach hinten noch ein bisschen sich was ziehen kann. Ne? Auch der Friseursalon, der hat ja, sage ich mal, kein festes Maß, wie weit man nach hinten gehen kann. Also könntest du auch, wenn du ihn gebaut hast, ne, auch nach hinten immer noch erweitern. Also es ist nie vorgegeben, wie lang der Laden ist. Aber ich fand jetzt das Maß, was wir genommen hatten, hat eigentlich super gereicht, um den Laden innen drin einzurichten. Ich kann darüber jetzt nicht meckern. Also und ich hatte ja auch noch gesagt, man hätte ja auch noch so ein bisschen die Fassade so ein bisschen kaputt machen können, indem man hier so ein bisschen Backstein macht. Ich habe jetzt drauf einfach mal verzichtet. Außerdem, wir werden hier bestimmt noch mehrere Gebäude bauen. Und wenn, sage ich mal, der jetzt hier, wo der sowieso... Also wir haben ja den Laden an sich ja schon aufgewertet, der war ja vorher kaputt, ne, und den haben wir ja eigentlich renoviert und von daher passt das eigentlich ja auch gar nicht, wenn man den so ein bisschen kaputt macht. Ne? Wir wollen ihn natürlich super schick neu haben. Aber was ist das Ende der Geschichte von Homas Friseursalon? Hat er überhaupt durchgehalten? Na, eher nicht so. Aber was man sagen kann, trotzdem, dass Homa die Friseurkarriere am Ende hingeschmissen hat, hat er echt tolle Scheren gehabt, weil diese Scheren, mit denen er die Haare seiner Kundinnen geschnitten hat, die konnten einfach alles durchtrennen. Das hat man in der Folge gesehen, die konnten Brücken durchtrennen und was weiß ich nicht noch. Ich blende ja einfach Bilder ein, dann können wir nochmal gucken. Ja, aber jedenfalls, diese Scheren, die sollte man echt mal sich auch holen. Vielleicht mal Homa fragen, wo man die herkriegt. Ja, ansonsten sind wir jetzt fertig hier mit Homas Friseursalon. Der ist jetzt abgeschnitten. Ja, genau wie eine Schere so abgeschnitten. Ja, jedenfalls können wir jetzt mal gucken, was wir als nächstes bauen. Es wurde schon ein bisschen was vorgeschlagen. So ein Mayflower, das ist so ein Schiff, wurde vorgeschlagen. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich mich wieder daran setze. Aber ich glaube, es wird auch mal wieder Zeit zum Wasser. Und dann gucken wir mal, was wir da wieder umsetzen können. Ich habe schon eine kleine Idee. Mal gucken. Aber ansonsten war es heute erstmal wieder für diese Folge. Ich würde mich einfach vor unserem Laden hinstellen, obwohl, das haben wir ja in der letzten Folge gemacht, wir wollen uns natürlich innen drin hinstellen, denn das haben wir uns ja heute mal angeguckt. So, dann heißt es, innen drin stelle ich mich einfach mal Safety in der Ecke, ich finde diese Ecke am schönsten, von daher stelle ich mich einfach hier hin und wenn ich Safety stehe, dann wisst ihr es ja, was das Ganze hier, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, also haust rein und tschüss. Wo wollen Sie hin? Entschuldigung. Hört sie. Wenig. Ich kann sehr nervige Geräusche machen.
Hey.